Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 1 von Simotrans mit dem Comic Pack 0.6. Ja, wir haben neu angefangen und das liegt daran, dass wir beim letzten Comic mit Simotrans da Probleme hatten, die wir nicht so ganz wussten, wo die herrührten. Overcrowded und sowas war da und dann fuhren die nicht mit dem Zug mit. Der Nils hatte einen Entwickler wahrscheinlich von dem Comic Pack oder sowas, auf jeden Fall, der den zugetan ist, diesen Pack. Der hat dann dazu geschrieben, dass die da eine Einstellung geändert haben. Und naja, da habe ich gedacht, wenn die da eine Einstellung geändert haben, wir haben geupdatet während eines Spielstands, vielleicht läuft es deswegen nicht rund und habe deswegen gedacht, fangen wir neu an. Der Michael Friedrich hatte das auch im Kommentar unterstützt, dass er meinte auch, wir fangen neu an. Da waren zwei Einstellungen, Packs Overcrowded oder sowas. Der ist drinne und der zweite, wenn Overcrowded ist, dass die da nicht rüberfahren, der ist nicht drinne. Also sie fahren trotzdem rüber, wenn Overcrowded ist, sonst wäre es ein Problem. Wie sollen die denn auch wissen, dass der nächste Bahnhof überlaufen ist? Die steigen trotzdem in den Zug, wenn der leer ist. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns die Karte gleich nach dem Intro an, ne? Bis gleich. So, hier haben wir schon mal eine Übersichtskarte, ne? Die seht ihr hier mal so, wie das insgesamt aussieht. Ich hätte gerne ja wieder Landmassen, die durch Wasser getrennt sind, damit wir auch die Schifffahrt favorisieren müssen. Das ist alles hier gegeben. Hier in diesem Bereich könnte es vielleicht sogar nachher mal mit einer Brücke klappen oder sowas, aber auf der Insel ist gar nichts drauf. Vielleicht kommt da ja irgendwas an öffentliches Eigentum. Ist ja, das wird ja gleich wahrscheinlich, wenn ich den Pause rausnehme, eine Burg kommen oder irgendwie sowas. Die können wir dann ja auch mit der Brücke hier anschließen. Das werden wir dann alles machen. So, schauen wir mal oben los. Da ist Langenfeld auf diesem Stück Land. Da ist aber auch eine orthodoxe Kirche. Gehen wir weiter. Hier ist nirgendwo was. Hier oben gibt es Apolda und Grimma. Die könnte man dann verbinden mit einer Brücke, wenn es die dann gibt. Hat das Spiel nicht selber gemacht, obwohl die Orte nicht weit auseinander sind. Hier unten ist Übach mit Greifswald verbunden. Da gibt es auch eine Burg. Gucken wir mal weiter, da sind noch ein paar Kirchen. Da ist Waldkirch und ist verbunden mit Erfurt, mit Neuss, Rudolstadt und hier unten geht es weiter nach Ganderkese. Wie wird das ausgesprochen? Ganderkesee wahrscheinlich. Geislingen, cool. Hier unten in der Ecke gibt es noch Weilheim und da ist noch Warstein und hier auf der Insel ist Wülfrath und dann hier noch Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt. Gut, okay, ich weiß, dass sie es gibt, ich war da schon oder war da schon öfter. Ja, dann ist das schon mal geklärt. Dann würde ich sagen, diese Städte sind ziemlich einzeln. Ach, da ist auch noch Borken, den haben wir wohl vorhin übersehen. Gut, die ist auch noch da. Hier gibt es eine Verbindung, die wir bauen könnten, aber wir werden erstmal Verbindungen nehmen, die schon da sind. Und das wird wahrscheinlich hier einmal sein und dann diese ganz lange Verbindung, die wir hier haben, weil da war ja auch nichts mehr, ne? Die Orte waren auch nicht verbunden. Ja, das bedeutet, wir fangen erstmal mit diesen zwei Sachen an. Schauen zu, dass wir hier bei Greifswald wahrscheinlich dann ein Dingens machen. Wie heißt es, ein Depot machen oder machen wir es bei Übach? Ne, bei Übach ist mehr Platz. Ich denke, das Depot machen wir erstmal bei Übach. Fangen wir da mit Kutschen an, ganz einfach. Wir brauchen erstmal eine Straße, die wahrscheinlich hier so rauskommt, mit einem Depot dran. Das passt dann. Dann haben wir hier eine Haltestelle mit Briefkasten, die wir gerne mögen. Dann machen wir so, dann machen wir so, machen wir so. Die ist dann schon da. Ich nehme mal gerade die Pfeiltasten raus und gehe damit nach, wie ist der Ort? Greifswald, okay. Und Greifswald würde ich dann wahrscheinlich da oder da die Bushaltestelle machen. Eigentlich schon fast Schnuppe, ne? Eigentlich müssten wir sie so machen. Nein, wir machen sie dahin und fertig. Dann ist das schon geklärt. Das bedeutet, wir bauen dann die erste Linie, neue Linie. War das jetzt das richtige Fahrzeug ausgewählt? Ja, war schon, okay. Neue Linie fängt da an und geht dann nach Übach hierhin. Das haben wir dann. Die Linie kriegt einen neuen Namen. Regionalbus. Greifswald minus Übach. Schuss, fertig, raus. Dann geht's zum Depot. Ne, das war unten bei Übach das Depot, hatten wir gesagt. Gehen wir da rein.
Und dann brauchen wir ein doppeltes Gespann. Was ist denn der Unterschied zwischen dem hier und dem hier? Ah, das ist der Postkutschengespann. Okay, ist doppelt so teuer, dafür aber auch 7 km/h schneller, ne? Das ist die Expresskutsche. Und das sind hier die 6 Passagiere. Gut. Dann kommt da die erste Linie hin. Wieso steht da schon die 1? Hat schon gut angefangen, ne? Drücken wir klar, dreimal drauf und starten das und gucken gleich, was Linie 1 hier falsch ist. Aha, nix. Linie löschen. Da ist es schon weg. Sehr gut. Starten auch schon die zweite Kutsche, die nicht rausfährt, oder wie sehe ich das? Verlässt Depot. Verlass mal Depot. Okay. Die Kutsche kriegt gleich den anderen Fahrplan. Okay, der Fehler ist immer noch da. Schade drum. Lass mal schneller laufen. Und starten noch eine. Lass mal schneller laufen. Der ist weg, der ist weg. Und starten die letzte. Lass noch mal kurz schneller laufen. Nehmen die aber hier gleich in Empfang und drehen die auch um noch mal. Über Rathaus. Ja, das hat wieder gut geklappt, oder? Aber dann schwenkt er auch dahin. Bringt mich also auch nicht weiter. Ja, jetzt hat es geklappt. Gut. So, die Kutsche dreht auch um. Die Linie ist schon mal bedient damit. Das bedeutet, wir haben als nächstes schon die große Linie, die hier irgendwo sein müsste, wo der unterste Ort anfängt, ne? Geislingen. Wie viel waren das, die da hatten? Ne, Karte wollte ich. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Städte sind das, okay. Reichlich. Also 1, 2, 3. Dann machen wir hier bei Rudolstadt unser Depot erstmal hin. Gut, das Depot dahingesetzt. Und dann bauen wir erstmal ein paar Haltestellen. Eine dahin, eine dahin, eine dahin. Ja, dann ist die schon da drin, wenn wir da die Straße ein bisschen korrigieren. Gut, dann haben wir da schon, da schon. Jetzt müssen wir von Rudolstadt noch weiter nach hier. Da ist Neuss, Neuss. Da haben wir Erfurt und hier haben wir Waldkirch. Passt. Jetzt müssen wir ein paar Linien basteln. Neue Linie ist dann. War das jetzt Neuss? Ich glaube, das war Neuss, ne? Ne, Erfurt nach Waldkirch. Regionalbus. Erfurt. Waldkirch. Schuss. Passt. Können wir erstmal schließen. Und jetzt gehen wir sofort nach Rudolstadt und lassen da schon mal eine Kutsche drauf fahren. Das, das, das. Ist schon mal falsch, weil das die langsamer ist. Hat ja gut geklappt schon, ne? Machen wir hier auf Verkaufen, weg damit. Und anhängen ist dann der mit dem. Und der Fahrplan ist Erfurt-Waldkirch. Und starten wir. Noch kein Fahrplan vorhanden. Wieso noch kein Fahrplan vorhanden? Haben wir doch hier, oder? Starten. Erfurt-Waldkirch.
Das hat hier wieder nicht geklappt. Kann nicht sein, dass die Wegpunkte da nicht drin sind, ey. Oh Mann, ey. Was ist da schief gelaufen? Und das kann weg und der kann starten. Gut. Jetzt machen wir dann die nächste Linie erst fertig. Neue Linie. Regionalbus. Ich schätze mal, Erfurt ist schon der Ort, den wir hier brauchen. Minus. Neues. Können wir schon mal schießen. Den hinzufügen und den hinzufügen. Passt dann. Können wir dann schließen. So, das bedeutet, jetzt kommt hier das Gespann mit dem Fahrzeug, kommt auf Linie Erfurt Neuss und starten. Dann holen wir uns noch ein Gespann mit der Kutsche und kommt aber auf Erfurt Waldkirchen erst noch, weil da wollte ich zwei ja auf jeden Fall auch haben. Das passt. Und dann machen wir noch einen. Und der geht natürlich auf Erfurt Neuss. Starten. Gut, haben wir. Dann müsste die nächste Linie Rudolstadt sein, Neuss, ne? Rudolstadt Neuss, genau. Neue Linie. Regionalbus. Nee, Neuss muss zuerst sein. Und dann Rudolstadt. Passt. Dann da und da. Linie fertig. Depot aufgerufen. Das machen wir mal hier rechts hin. LKW, Pferdchen dran mit Kutsche. Und Neuss Rudolstadt und starten. Und vielleicht sollten wir jetzt noch mal Erfurt Neuss bedienen. Starten. Okay, das können wir auflassen. Und jetzt müssten wir die nächste Linie überlegen. Die da wäre Rudolstadt nach Ganderker See. Das bedeutet neue Linie. Ganderker See nach Rudolstadt. Und das ist Regionalbus. Rudolstadt. Passt. Ist alles richtig. Den, den und den. Und starten. Und jetzt machen wir nochmal. Den, den. Und das war jetzt Rudolstadt. Neuss Rudolstadt war das, ne? Neuss Rudolstadt. Starten. Dann brauchen wir noch so ein Fahrzeug nochmal und machen das auf die andere Route, ne? Stopp, der muss noch erst da dran, bevor der kommt. Kann der Kese. Oh, da habe ich glaube einen Schreibfehler drin. Starten. Mal hier. Wie wird das geschrieben? Das S ist doppelt einfach nur, ne? Ganderke See. Passt. Okay, das ist richtig. So, und dann haben wir noch eine Linie neu
Das ist dann wieder im Regionalbus. Und das ist, glaube ich, Ganderkesee. Und das da unten weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Da müssen wir gerade hin. Da war nur noch ein Ort, meine ich. Geislingen. So, das heißt, die Linie ist auch fertig. Muss aber jetzt noch die Leute da dran, die Stationen da dran haben. Fertig. Und Schluss damit. Und wir gehen nach Rudolstadt, weil wir jetzt noch Fahrzeuge aufsetzen müssen. Hätten wir jetzt nicht so hoch brauchen, ne? So, LKW, die Pferdchen, die Kutsche, Fahrplan, Ganderkesee, Geislingen, kopieren, 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 starten. Starten. Starten und starten. So, jetzt brauchen wir noch ein Fahrzeug. Das kopieren, kopieren. Leider habe ich den Fahrplan jetzt nicht drauf gemacht. Und das war hier. Das fehlt natürlich jetzt bei allen dann. Und der letzte natürlich auch noch mal. Los geht's. So. Machen wir wieder normal gerade. Gehen in die Liste. Gehen in die Haltestellenliste. Da werden schon überall Leute aufgebaut. Das machen wir zu. Jetzt nehmen wir aber dann mal... Was sind das hier? Fahrzeugliste und Einstellung Landschaft. Okay, wir nehmen dann die Fahrzeugliste. Und nicht Bezeichnung, sondern okay, Filter. Ist Filter? Ne, Bezeichnung, gewinnen. Okay, dann machen wir halt gewinnen. Und der Gewinn liegt hier oben bei 35 Talern. Und der fährt von Erfurt Rathaus weiter. Nach Waldkirchen ist das dann. 6 Personen sind drinne. Kutsche läuft, ne? Wunderbar, würde ich sagen. Und er hier hat bestimmt auch 6 Leute drin. Sehr gut. Wie sieht die Haltestellenbesetzung denn nochmal aus hier? Nicht Bezeichnung. Warten. Das war immer unsere richtige. 18, 15, 9, 9, 7, 3, 3. Keine. Warum ist in Geislingen niemand? Weil da gerade die Kutsche ist, die dann abgeholt hat. Wahrscheinlich kommt er da gerade erst hingefahren, ne? Der hat noch 0. Und der hat vielleicht schon die ersten mit. Ja, der ist schon vollgeladen. Sehr gut. Können wir schließen hier erstmal. Machen wir gerade schneller, ob in der Zeit noch einer kommt, wenn die Kutsche kommt. Nee, leider nicht. Also der fährt jetzt umsonst dahin. Ja, der ist leer. Der ist natürlich auch leer, die dritte Kutsche. Kurz nochmal schauen, ob da einer kommt. Nee, die fährt wohl auch leer dort zurück. Gut, aber das haben wir jetzt erstmal schon mal geschafft. Die Strecke läuft. Hier war da auch schon was drauf, ne? Da unten ist es doch. Ach, die fahren alle nacheinander. Das ist nicht gut. 3 von 6. 0. Und der wird auch 0 haben. Ja, passt. Läuft gut, ne? Lass uns mal gerade die Linie angucken dafür. Das war jetzt Übach. Diese ist das. Fahrplan. Und wir setzen den mal hier einfach ganz locker auf 10%. Ne, auf 50%. Eine halbe Kutsche muss schon sein. So, die warten jetzt da alle, bis sie Passagiere haben. 3. Ah, er ist ohne Passagiere gefahren und er auch. Eigentlich hätten die doch jetzt hier, oder war die falsche Station? Das warte, das haben wir sofort.
Fahrplan ist in Greifswald, packt das, okay. Das heißt, wir gehen mal gerade nach Greifswald. Schauen erstmal, wie viele da sind. Gar keine. Lass mal schneller fahren. Keine einzige Person kommt hier. Keine Kutsche kommt auch nicht. Wird das noch was? Ist das so weit weg? Da kommen sie. Okay, und die stehen jetzt da und fahren nicht voran. Ja, das ist jetzt natürlich dann nicht so ganz so prickelnd hier, wenn hier niemand fährt. Stehen denn hier schon welche? Ne, da stehen auch keine. Ja, das bringt's nicht so wirklich dann, ne? Lass uns die mal die Fahrplan der DD Greifswald-Übach nochmal anpacken. Und die 50% setzen wir runter, ne? Ja. 1%, also es muss immer wenigstens einer mitfahren, damit das losgeht. Passiert denn da was? Ja, jetzt ist was passiert, okay. Wenn eine Kutsche unterwegs ist, ist es ja schon mal gut, ne? Oh, da kommt noch eine Kutsche. Interessant. Es ist nur die Frage, wann die nächste losfährt, ne? Das gestaltet sich hier etwas schwierig dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt die vierte Kutsche jetzt eher zurück, wie hier einer losfährt, oder? Na, wird das noch was? Da kommt die Kutsche und es fährt keiner hier los. Nee, ich glaube, wir müssen das da ganz runternehmen. Das hat so keinen Sinn. Die müssen jetzt immer fahren. Anders geht das halt nicht. Aber ich mach's mal gerade so, dass die nicht alle aufeinander hocken. Jetzt fahren sie alle doch weiter. Dann lass es jetzt so. Warum die jetzt trotzdem gefahren sind, weiß ich nicht. Oder haben die jetzt alle einen da drinnen sitzen? Nee, ne? Nee. Okay, soll jetzt auch egal sein. Wir machen das nicht mit dieser Begrenzung. So ein klein bisschen Abstand ist ja da. Nicht viel, aber läuft erstmal, oder? Stehen hier denn welche? Nein, da stehen auch niemand. So, das heißt, wir gehen einmal gerade hier rüber nach Greifswald, Geislingen. Da stehen schon mal 9 Passagiere. Keine Kutschen in der Nähe, die sind alle unterwegs, kommen aber gerade schon wieder von hier. Da stehen auch schon 18 Passagiere. Okay, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass alle voll sind. Und das sind sie. Gut, dann heißt das nächste Folge schon mal zu checken, wo müssen mehr Kutschen hin, wo können wir noch zwei Städte verbinden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!